I guess. So, liebe Medienvertreter hier im Presseraum und liebe Zuschauer im Umlauf des Stadions, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich begrüße hier oben die beiden Cheftrainer, Cef Saibene vom FC Ingolstadt und FCK-Cheftrainer Sascha Hildmann. Auch heute gebührt das erste Wort den Gästen aus Ingolstadt. Herr Saibene, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, ich denke, wir haben ein super spannendes, intensives Drittligaspiel gesehen auf hohem Niveau. Zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Ich denke, dass das Resultat auch so in Ordnung geht. Es hat Chancen hüben und drüben gegeben, klare Chancen, laut dann vor allem erste Halbzeit eine hundertprozentige, wie zweite Halbzeit ein, zwei klare Chancen so gesehen. Denke ich, dass das Resultat in Ordnung geht. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Man darf nicht vergessen, wir werden zwar überall als Aufstiegsfavorit gehandelt. Wir hatten heute im ganzen fünf 19-jährige Spieler auf dem Platz, die letztes Jahr noch U19 gespielt haben. Die sind alle jetzt erst 19 geworden und das will ich doch mal erwähnen. Und das sind die Jungs, die ja heute teilweise zum ersten Mal in der ersten Mannschaft gespielt haben. Und so gesehen finde ich das schon erwähnenswert und ich bin stolz auf die Jungs. Und ich bin mit dem Punkt sehr zufrieden. 3 Spiele, 7 Punkte, 2-mal auswärts gespielt. Damit können wir leben. Dankeschön. Sascha, dein Fazit zum Spiel. Ja, ich glaube, Cef hat schon das sehr, sehr gut erkannt. Ich glaube, dass wir gerade in der ersten Hälfte sehr engagiertes Spiel von uns gesehen haben. Natürlich auch die zweite Hälfte, aber erste Hälfte fand ich schon sehr, sehr mutig, hoch angelaufen, viele Aktionen gehabt. Natürlich Großchance von Timmy Thiele, leider nicht reingegangen. Ingolstadt immer wieder Gefahr ausgestrahlt, auch durch gutes Umschaltspiel. Der Kopfball von Fatih Kaya, den dann Lennart Grill noch gut hält, also auch da wirklich eine Chancengleichheit. Zweite Hälfte, beide Seiten viel Engagement, viel Power, viel Leidenschaft. Tolles, fantastisches Publikum, das hier voll mitgemacht hat, uns komplett unterstützt hat, das ganze Spiel über. Und ich hätte mir so sehr heute so einen Lucky Punch mal gewünscht am Schluss, da ein Betze-Feeling nochmal 90. Minute so ein Ding da reinrutscht. Das wäre, glaube ich, so geil gewesen für alle. Aber leider nicht ganz 0-0. Ich weiß, Cef, aber für uns ist es einfach geil gewesen. Ich hätte mir so gewünscht für alle. Und letztendlich bin ich auch sehr zufrieden, stolz auf die Jungs. Sie können in den Spiegel schauen, wir haben alles abgerufen. Und bin mir zu 100% sicher, wenn wir immer so reingehen in die Spiele, werden wir auch noch ein paar Spiele gewinnen. Danke. Dankeschön. Jetzt ist Zeit für Fragen. Wer eine Frage hat, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Dann reichen wir ein Mikrofon und wir beginnen mit Moritz Kreilinger vom Kicker. Sascha, als dein Kollege Cef Saibene eben gesagt hat, 7 Punkte aus 3 Spielen, habe ich deinen Gesichtsausdruck gesehen und du hättest auch gerne 7 Punkte aus 3 Spielen. Alles in allem kann man aber gerade von der spielerischen Seite und was den Einsatz, der Wille, die Leidenschaft angeht, mit dem Saisonstart absolut zufrieden sein, oder? Ja, wir sind jetzt natürlich, hätten wir gerne ein Heimspiel gewonnen, das gebe ich ehrlich zu. Man muss aber auch immer wieder sehen, gegen wen wir gespielt haben. Nochmal, Unterhaching und Ingolstadt sind für mich zwei sehr, sehr gute Mannschaften. Und deshalb glaube ich, dass wir zufrieden sein können. Wobei ich sagen muss, wenn du jetzt heute wieder siehst, Groß Asbach gewinnt 3-0 in Würzburg. Es gibt in dieser Liga nichts, was es nicht gibt. Und deshalb kannst du über jeden Punkt oder jeden Sieg musst du froh sein. Und wir arbeiten weiter, ganz fokussiert am Samstag gegen Münster. Gibt es weitere Fragen? Nochmal Moritz Kreilinger. Wenn wir uns zurückerinnern ans erste Heimspiel, nach dem Spielende sind vereinzelte Pfiffe von der Tribüne gekommen. Und heute war ja wieder eigentlich das genaue Gegenteil davon. Es ist mal wieder so der Funke übergesprungen, hatte ich das Gefühl, von der Tribüne aufs Spielfeld und zurück. Wie ist es gelungen, die Mannschaft innerhalb von 2 Wochen, also in Groß Asbach war es ja auch schon so, aber so komplett umzupolen, umzudrehen? Es ist nicht so einfach, weil wir haben viele neue Spieler. Wir haben auch sehr viele junge Spieler. Und ich habe immer wieder gesagt, dass die erstmal ankommen müssen. So ein Yannick Bachmann, der war gerade mal 14 Tage da. So ein Philipp Hercher, der war kurz vor Schluss gekommen. Der Manni Starke ist aus dem Afrika-Cup zurückgekommen. Diese Leute müssen sich an das Stadion gewöhnen, müssen sich an die Mannschaft gewöhnen. Und deshalb war vielleicht im ersten Spiel gegen Unterhaching noch etwas Zurückhaltung angesagt, Sicherheitsgedanke noch im Vordergrund. Zweites Spiel habe ich natürlich wir haben viel in die Köpfe reingeschaut und gearbeitet und haben das dann in Asbach, finde ich, schon sehr gut gemacht und heute auch wieder mit viel Mut und Power. Das wollten wir eigentlich auch gegen Unterhaching so machen, aber manchmal ist eben der Kopf dann, das Sicherheitsgedanke ein bisschen größer. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, der weiß das und jetzt ist es okay so. Ich hoffe, es bleibt so und wir werden daran arbeiten, dass es genauso
weitergeht. Die nächste Frage kommt von Horst Konzock von der Rheinpfalz, vorne in der zweiten Reihe. Einmal das Mikrofon, bitte. Noch eine Frage an Sascha Hildmann. Du hast ja die Kapitänsbinde sozusagen neu vergeben. Hast du das Gefühl, dass sie dem Christoph Hemmlein irgendwie neuen Schwung und Flügel gibt? Ich weiß es nicht. Ich denke schon, dass es ihm natürlich auch ein Stück weit Selbstvertrauen gibt. Er wurde von der Mannschaft ja mit den meisten Stimmen im Mannschaftsrat gewählt und er übernimmt die Verantwortung. Er arbeitet sehr viel defensiv, muss man schon sagen. Und Einsatz war schon immer da. Ich hoffe, dass es auch für ihn, dass er das so annimmt und sich nicht zu sehr unter Druck setzt. Gibt es noch weitere Fragen an einen der beiden Trainer? Das scheint nicht der Fall zu sein. Das ist nicht der Fall. Da bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen allen und vor allem unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Dankeschön. Danke.